Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Das ist jetzt mein letztes Video zum FideChess.com Grand Swiss in Riga. Ich habe euch jetzt die letzten knapp 2 Wochen fröhlich Bericht erstattet. Lief natürlich auch sehr gut bei den deutschen Spielern. Und im letzten Video werde ich noch eine Partie analysieren von Elisabeth Peetz vom Wettbewerb der Frauen. Vorher allerdings schauen wir uns an, was in der letzten Runde und was letztendlich passiert ist bei den Männern. Was ist mit Vincent Keimer? Und da schauen wir uns mal direkt die Tabelle an. Und zwar, in der letzten Runde, gucken wir uns mal die Paarungen an, gab es an den ersten 13 Brettern eine Remisflut. Alles endete Remis im Prinzip und es blieb so mehr oder weniger alles beim Gleichen. Tabelle, Alireza Firuzja und Fabiano Caruana haben sich für das Kandidatenturnier 2022 qualifiziert. Vincent Keimer, ihr seht es hier an der deutschen Fahne, Platz 5. Ein Riesenresultat. Remis in der letzten Runde mit Schwarz gegen David Howell. Damit qualifizierte er sich für den FIDE Grand Prix 2022, der übrigens in Berlin stattfinden wird. Da werden mehrere das ist eine Turnierreihe und da werden mehrere Turniere hintereinander in Berlin stattfinden. Genaues Datum weiß ich nicht auswendig. Steht vielleicht auch noch gar nicht fest, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Die weiteren Deutschen, wir gehen mal die Tabelle runter. Blühbaum hat, glaube ich, verloren letzte Runde. Das sehen wir, er hat 5,5 Punkte. Donchenko hat auch verloren, 5 Punkte und Kollers 5 Punkte, 73. Dann schauen wir uns noch an, Live-Chess-Ratings, die Live-Weltrangliste. Die hatte ich euch schon beim anderen Video gezeigt und da ist Vincent Keimer jetzt die Nummer 82 in der Welt mit 2,661. Hat sich nichts verändert im Vergleich zu gestern. Und wie gesagt, er ist der beste deutsche Spieler aktuell nach Elo und DWZ. In der Top 100 ist aktuell nur noch Nisi Peanu. Blühbaum ist rausgefallen, weil er verloren hat. Die letzte Runde in Riga. So, für den Rest des Monats wird er wahrscheinlich auch nichts mehr gespielt werden bei den Jungs. Und im Dezember wird es dann die nächste offizielle Liste geben. Das ist hier inoffiziell, aber tagesaktuell. So, später werde ich euch noch zeigen, was bei den Damen passiert ist. Schauen wir uns aber mal erstmal die Partien von Elisabeth Peetz. Für Elisabeth Peetz lief es super in diesem Turnier. Zwischendurch hatte sie sogar die Chancen, das Turnier zu gewinnen. Aber die chinesische Spielerin Lei Tingjie war doch dann eine Klasse für sich bei dem Turnier und stand schon 1 oder 2 Runden vor Schluss schon als Siegerin fest. Für Elisabeth Peetz ging es aber um viel. Wenn sie in der letzten Runde diese Partie gewinnt, dann ist sie Großmeister. Den Titel der Herren. Vorsicht, Damen-Großmeisterin ist sie natürlich schon längst, aber wenn sie diese Partie gewinnt, dann ist sie auch Großmeister, dann hat sie auch den Titel, den Herrentitel Großmeister. Das ist ein bisschen kompliziert in der Schachwelt. Gehen wir mal in die Partie rein. Ihre Gegnerin Bibisara Ausarbayeva, super talentiertes junges Mädel aus Kasachstan, gerade mal 17 Jahre alt und schon internationale Meister der Herren. Hört sich komisch an, ich weiß, ist aber so. D4, gehen wir rein. Peetz beginnt mit D4. Im Übrigen ist mir aufgefallen, auch bei Elisabeth, sie spielt beidhändig. E4, D4, auch C4, Springer F, also sie spielt alles. Sie ist wirklich sehr flexibel aufgestellt in ihren Eröffnungen. Ich glaube, sie wurde in diesem Turnier sehr, sehr gut vorbereitet. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Springer F6, Springer F3, G6, C4, Läufer G7, G3, kurze Rochade, Läufer G2. Und jetzt D5. Das ist jetzt grünfeldindische Verteidigung. Mit D6 haben wir die königsindische Verteidigung. Mit D5 haben wir jetzt die grünfeldindische Verteidigung. Und da das Vierenkettosystem. C schlägt D5, Springer schlägt D5. So, jetzt folgen beide Spielerinnen erstmal einer Variante, die viel gespielt wird. Hier gibt es unheimlich viel Theorie. Das ist in der Praxis sehr, sehr häufig gespielt worden. Erstmal Rochade hier. Springer B6 sieht komisch aus, aber das ist eine Prophylaxe gegen E4. Springer C3, Springer C6. Ganz typisch, Schwarz attackiert den Bauern D4 in der grünfeldindischen Verteidigung. E3 erstmal, kleine Brötchen backen, den Decken. Turm E8, das bereitet E5 vor. H3, bis hierhin haben beide super schnell gespielt. Und Ausarbayeva hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie spielt E5, was sie vorbereitet hat. Sie dachte jetzt aber das erste Mal in der Partie etwas länger nach, 3 Minuten, jetzt nicht so wahnsinnig lange,
Vorher haben sie aber beide sehr schnell die Züge gezogen. Und spielt er dann doch A5. Das ist hier der zweite Hauptzug in dieser Stellung. Vielleicht dachte sie, dass Elisabeth auf E5 besser vorbereitet ist. Spielt A5. D5 greift den Springer an. Springer B4. Der Bauer auf D5 ist mehrfach angegriffen. Weiß muss ihn decken. E4. C6. Klassisch. Attackiert mit allem, was sie hat, den Bauern D5. A3. Greift den Springer B4 an. Springer A6 zurück. Der Springer hat kein anderes Feld, der muss leider auf dieses blöde Feld, auf dieses Randfeld hier, A6. Hier dachte jetzt Elisabeth das erste Mal länger nach in dieser Partie und spielte nach 11 Minuten D schlicht C6. Es gibt hier einen anderen Zug, der häufiger, der von der Engine zumindest als stärker angezeigt wird, Läufer E3. Springer C4, Dame E2 hier und dann ruhig den Läufer je geben, erstaunlicherweise. Und dann mit dem schönen Zentrum weiterspielen. Und das Problem von Schwarz ist auch, dass dieser Springer auf A6 sehr, sehr schlecht steht. Aber Elisabeth nahm raus auf C6. Dame schlicht D1, Turm schlicht D1. B schlicht C6. So, was kann man zu dieser Stellung sagen? Weiß hat schon ein bisschen was erreicht. Bessere Struktur, Bauernstruktur. Der Bauer C6 ist schwach, der Bauer A5 ist isoliert. Aber wie immer, im Grünfeld Inder, Schwarz hat diesen Superläufer auf G7 und eine halboffene B-Linie. Mir gefällt allerdings, habe ich jetzt schon mal gesagt, der Springer auf A6 nicht. Elisabeth spielte jetzt hier nach 7 Minuten Läufer F1. Es geht weiter mit Springer C5. Droht so ein bisschen Springer B3, deswegen Läufer E3. Greift den Springer an. Und hier kommt jetzt eine sehr interessante Situation. Ich bin mir sowieso nicht sicher, was die ganze Variante betrifft. Die Engine zeigt immer so leichten Vorteil an für Weiß, aber ich bin jetzt kein Experte dieser Variante. Im Prinzip sind das alles sehr forcierte Geschichten hier. Läufer schlicht C3 ist eine Idee. Sieht ein bisschen komisch aus, den starken Läufer zu geben, aber nach B schlicht C3 hat Weiß hier sehr schwache Bauern und nach Springer B A4 stehen die Springer jetzt ganz ordentlich da und machen Druck gegen verschiedene weiße Bauern. Die Stellung vermag ich nicht so schnell zu beurteilen. Müsste man ein bisschen länger reinschauen. Stattdessen spielte Asabaye, war die ganze Partie relativ schnell zockte, muss ich sagen. Sie ist ja sehr jung. So ein bisschen typisch bei jungen Spielern und Spielerinnen. Die spielen häufig sehr schnell. Springer B, A4. Der Zug sieht sehr logisch aus. Muss ich zugeben. Also da kann ich hier keinen Vorwurf machen. Das sieht super logisch aus. Greift B2, greift C3 an. Springer schlägt A4. Springer schlägt A4. Der B2 ist zweimal angegriffen. Aber jetzt kommt ein sehr starker Zug von Weiß. Ja gut, den Bauern kann man sowieso jetzt nicht verteidigen. Läufer D4 wird halt geschlagen und B2 hängt, oder B2 hängt sowieso. Turm AC1 aktiviert beide Türme, greift jetzt hier den Bauern C6 an. Und hier, aus irgendeinem Grund, nahm die junge Kasachin Abstand von Springer schlägt B2. Der Zug ist möglich und die Stellung nach Turm D2, Turm B8 und hier vielleicht Springer D4 ist kompliziert. Wahrscheinlich steht Weiß etwas besser, aber die Partie ist im vollen Gange. Stattdessen spielte hier außer Bajewa Läufer A6. Ich meine, der Zug sieht jetzt nicht so völlig abwegig aus. Es ist aber ein Fehler. Allerdings ist es auch nicht so leicht zu erkennen, warum, wenn ich ehrlich bin. Weiß nimmt raus auf A6, Läufer schlägt A6, Turm schlägt A6. Und der Turm steht erstmal sehr, sehr schlecht jetzt hier am Rand. Genau wie der Springer. Das ist gut. Der Läufer deckt dieses Feld hier. Das heißt, der Turm auf A6 steht vorübergehend schlecht. Genauso der Springer. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Zug von Weiß. Mal gucken, ob ihr ihn findet. Denkt mal selbst drüber nach. Was würdet ihr ziehen? Ist ein strategisch starker Zug. Ist nichts Taktisches oder so. Es ist auch nicht B3 hier, den Bauern zu decken. Weil B3 kommt Springer C3 mit Angriff auf den Turm und den Bauern hier. Das hilft nicht. Weiß spielte hier E5. Sehr starker Zug. Blockiert den Läufer auf G7, damit er nicht mehr nach B2 schaut. Ne? Also raubt ihm seiner Aktivität. Beraubt ihn. Hier ist Springer schlicht B2 jetzt schon nicht mehr möglich wegen Turm D2. Und hier hat Schwarz ein Problem. Bei Turm B8 kommt Turm B1 und dann gibt es diese Fesselung hier. Und der Springer geht verloren. Also muss der Springer wieder weg.
Und hier geht es weiter mit Turm C4. Der Springer kann nur nach B6 zurück und dann Turm schlicht C6 mit dieser Fesselung hier und dem Angriff auf den Springer. Das sieht fürchterlich aus. Aseyeva sah das und spielte Turm C8, deckt den Bauern. Jetzt kommt aber B3. Jetzt kommt eine ganz starke Sequenz. B3 greift den Springer an, der muss zurück. Und jetzt B4. Es droht B5. Einmal nehmen ist logisch. A schlicht B4, A schlicht B4. Jetzt droht B5 hier. Und jetzt kommt nach 9 Minuten. Das war übrigens die Stellung, wo Aseyeva am längsten nachdachte. Mit 9 Minuten. Das ist nicht besonders viel für einen Zug in einer klassischen Partie. Also sie spielte schon relativ schnell. Und jetzt spielte sie Springer A4. Das ist aber ein Fehler. Das ist offensichtlich ein Fehler. Besser wäre Läufer F8 gewesen oder irgendwas anderes. Aber der Springer steht dort ist wichtig, damit er den Turm deckt. Hier hat Weiß Vorteil nach Springer D4, aber es hält sich in Grenzen wegen Springer D5 und hier steht der Springer besser im Zentrum. B5, Turm A2, B schlicht C6. Hier gewinnt Weiß auch einen Bauern und sollte auch mit guter Technik das Ganze gewinnen. Aber nach Springer A4 in der Partie, das kam in der Partie, kommt B5 mit noch mehr Wucht. Der Bauer auf C6 wird angegriffen, der Turm auch, der ist gefesselt, der Bauer. Und Weiß gewinnt jetzt einfach den C6. Turm A8, B schlicht C6. Also hier hat sie irgendwas, ich weiß nicht, warum sie Springer A4 gemacht hat, ehrlich gesagt. Ich kann den Grund nicht erkennen. F6, ich vermute mal, sie hat Läufer F8 nicht gesehen oder nichts oder keine Alternative gesehen. Turm D7 greift hier den Bauern an. König F7, E schlicht F6, Läufer schlicht F6. Springer G5 Schach. Ja, Schwarz wollte jetzt hier nicht nehmen, weil dann geht noch ein Bauer flöten, wie es aussieht. Stattdessen spielte sie König E8, aber jetzt kommt Springer schlicht A7. Jetzt rechnet Elisabeth auch sehr gut. Letzter kleiner Trick von Schwarz, Turm schlicht C6 mit der Idee, Turm schlicht C6, König schlicht D7, dann hätte Schwarz nur einen Bauern weniger. Aber was zieht ihr hier? Was ist die beste Technik hier? Vorsicht, nicht Springer schlicht F6 wegen Turm schlicht F6. Das wäre schlecht. Weiß holt sich einfach nur einen Bauern ab. Turm schlicht E7. Schach. Läufer E7. Turm schlicht C6. Und jetzt hat Weiß 2 Bauern. Wer? Mehr statt nur einen. Der Bauer G6 ist auch noch angegriffen. König F7 kam noch, Springer G5 Schach und hier gab die junge Kasachin auf. 2 Bauern weniger. Sie traute Elisabeth zu, dass sie das nach Hause fährt hier mit guter Technik. Ist auch gewonnen und letztendlich Riesenerfolg für Elisabeth Peetz. So, und jetzt kommen wir zu einer weiteren guten Nachricht aus deutscher Sicht. Nachdem Vincent Keimer jetzt den deutschen Rekord gebrochen hat, die neue deutsche Nummer 1 ist, gucken wir mal an, wie es jetzt bei Elisabeth aussieht in der Tabelle. Bei den Damen. Und zwar belegte sie den 2. Platz in Riga. Riesenerfolg. Vielleicht einer der größten Erfolge ihrer Karriere. Hat sich damit für den FIDE Grand Prix qualifiziert nächstes Jahr. Leider bei den Damen qualifiziert sich nur eine Spielerin für das Kandidatenturnier hier. Nur die Siegerin. Die 2. Platzierte jetzt hier Elisabeth Peetz für den FIDE Grand Prix. Und ich denke, das wird für sie persönlich wahrscheinlich noch wichtiger sein. Sie erzielte ihre 3. Großmeisternorm der Herren. Sie hatte schon mal eine Elo-Zahl von über 2500 Punkten und wird damit erste deutsche Spielerin, die den Titel des Herren-GM-Titels gewonnen hat. Mein Gott, hört sich das verrückt an. Sie ist Großmeister jetzt, der Herren. Ja? Als erste deutsche Spielerin überhaupt, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, es gab noch niemand in der Geschichte, in der deutschen Schachgeschichte, bei den Frauen, die den GM-Titel der Herren gewonnen. Für die, die es noch nicht ganz mit verstehen, der GM-Titel bei den Herren, den bekommt man erst ab 2500 Elo und 3 GM-Normen. Bei den Frauen den WGM-Titel, Damen-Großmeisterin, den gibt es schon ab 2400 Elo, meine ich. Oder ab 2350. Nicht, dass ich was Falsches sage. Oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall viel, viel tiefer. 2350, glaube ich. Und den EM-Titel bei den Damen, den gibt es schon bei 2250. Oh Gott, ihr werdet mich bestimmt korrigieren. Tut mir leid, habe ich jetzt nicht komplett parat. Aber Riesenerfolg überhaupt. Es lief in Riga extrem gut für das deutsche Schach. Und ja, ich bin insbesondere gespannt. Also herzlichen Glückwunsch natürlich an alle. Und ich bin natürlich gespannt, wie es mit Vincent Keimer nächstes Jahr weitergeht. Insbesondere natürlich beim FIDE Grand Prix. Ne?
Alles klar, ich hoffe, meine Berichterstattung hat euch gefallen über den Grand Swiss in Riga. Checkt auch meine anderen Kanäle aus, The Big Greek Highlights, The Big Greek Shorts, und checkt auch meinen kostenlosen Newsletter. Alle Links zum Glück findet ihr in der Videobeschreibung. Macht's gut.